Anastasia setzt auf Ablenkung. Meinst du, die anderen werden uns suchen nachher? Ich glaube nicht. Kleine Besonderheit im Sex on the Beach Room. Man kann ihn nicht abschließen. Ich traue mich nicht. Hoppla. So genau wollten es die Mädels wohl gar nicht wissen. Wir haben alles im Blick, alles. Ja. Die können nichts vor uns verstecken. Die sind duschen. Die sind im Sex on the Beach Raum. Hey, jeder außer uns? Ja, ich wusste es auch. Sie hat es mir gesagt, aber ich dachte niemals. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich dachte niemals, dass da wirklich geht. Anastasia und Dominik sind unter der Dusche. Ihr wart oben? Ja. Wir haben ja im Sex on the Beach Raum geguckt. Eine echte Watergate-Affäre. Maurice kennt das. Bro, aber ich glaubst du mir, dass du es mich... Ja, ich glaub dir, ich glaub dir. Ich fühle mich einfach nur befreit. Welcher schlechte Porno wird denn hier gedreht? Wenna, es ist so geil. Ich schwöre, es ist so geil. Wisst ihr was? Es ist so geil. Nee, Anastasia hat die beste Zeit. Die hat jetzt in 2 Tagen 2 Männer gehabt. Also, und ich schlaf neben Maurice. Krass, die anderen haben hier oben Sex. Und ich so, hey, wow, geil. Meinst du wirklich, die haben Sex? Anastasia f***t alles, was bei drin auf dem Bäumen, natürlich. Also Bock auf mehr mit ihm habe ich jetzt nicht. Ich habe ihn ja jetzt einmal gehabt. Ich fand's ganz nett so. Und ich weiß nicht, ist ja ein bisschen uninteressant jetzt. Gut, dass Dominik das nicht mithören muss. Aber er will ja prinzipiell auch eher als Multitasker in Sachen Sex gefordert werden. Für Anastasia mag der Sex unbedeutend gewesen sein. Das heißt nicht, dass er für Dominik unbedeutend war. Und es heißt auch nicht, dass er in der Villa keine Wellen schlagen wird. Sag mal ganz ehrlich, bist du jetzt ein bisschen pissed auf deine Ex? Bruder, gar nicht, nein. Nein, aber so auch nicht dieses, okay, komm, wir machen jetzt trotzdem weiter rum, auch so. Auch so F-Plus, wie sie gestern gesagt hat. Nein. Das fühlt sich komisch an, einfach. Das ist ein komisches Gefühl gerade, was ich habe. Was alles. Natürlich habe ich. Oh mein Gott, du hast natürlich alles. Komplettes Programm habe ich bekommen. Ich bin neidisch auf ihn. Scheiße. Aber ich gönne es ihm vom Herzen, Dominik. Ich gönne es dir vom Herzen. Würdest du sie jetzt immer noch küssen so? Ich glaube nicht. Ich kann sie gar nicht angucken. Ich schwöre es euch, Leute. Ich finde es einfach respektlos. Jetzt können wir Anastasia ausquetschen. Die gute Dame ist im Stadion. Ja. Hä? Na, gut geschlafen. Wie war's? Ich Gespräch gesucht, meinte, boah, ich will ja? Hattet ihr? Ja. Ja? Ja.